Ja, ganz herzlichen Dank, Maxi und Nina, für die freundliche Einführung, für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt, vom Jungen Forum Christlich-Jüdischer Dialog eingeladen worden zu sein zum Thema christlich und queer. Christlich deshalb, weil ich selber evangelische Pfarrerin bin. Ich wurde schon so freundlich von Maxi vorgestellt und insofern was zu christlich oder noch genauer zu evangelisch und queer sagen kann, das ist mein Gebiet, religiös und queer, das haben wir schon auch von jemandem von euch im Chat gehört, gibt es tatsächlich gerade in Rendsburg eine spannende Ausstellung, die ich mir auch noch anschauen möchte, wo insgesamt das Thema Religion und queer angeschaut wird und wie schwierig oder auch nicht schwierig diese beiden Themen zusammengehören. Also, heute Abend christlich und queer. Ich werde euch jetzt ungefähr eine halbe Stunde etwas dazu mit Hilfe einer PowerPoint-Präsentation erzählen und dann kommen wir ins Gespräch. Schreibt aber auch gerne schon Fragen oder Kommentare in den Chat. So. Queer und christlich, Herausforderungen und Chancen, das ist das Thema heute Abend. Da ich nicht weiß, wie viele von euch das Thema queer aus eigener biografischer Anschauung oder auch, weil es euch interessiert, auch als gesellschaftliche Analysekategorie kennen, erstmal ein paar einleitende Worte dazu, was es eigentlich ist. Queer ist ein englisches Schimpfwort eigentlich für Lesben, Schwule, Bi, Trans und Interpersonen. Ist ein englisches Wort, was erstmal deutsch wörtlich übersetzt sowas heißt wie seltsam, schräg, pervers, verrückt. Aus diesem Schimpfwort wurde in den 80er und 90er Jahren des 20. Jahrhunderts eine Aneignung und eine kreative, performative Ressource von LGBTIQ-Personen, die sich damit von da an stolz selbst beschrieben haben. Also ein Reclaiming hat stattgefunden. Aus dem Schimpfwort wurde eine Selbstbeschreibung. Gleichzeitig ist queer auch ein kritischer Analysebegriff von heteronormativen Sexualitäten, also die Normierung hin zur Heterosexualität oder zur zweigeschlechtlich reglementierten Geschlechtsidentitäten. Queer nimmt aus ganz verschiedenen Perspektiven, sozial, geisteswissenschaftlich, diese Begriffe, diese Normen auseinander und versucht sie zu verflüssigen. Queer wird im Deutschen häufig auch einfach erstmal im Umgangssprachlich als übergeordneter Sammelbegriff für Lesben, Schwule, Bi, Trans, Plus Personen verwandt. Jetzt neben Queer noch einige andere Begriffe, die ihr wahrscheinlich auch schon alle kennt. Die Sternchendebatte, die ist hinlänglich bekannt. Dennoch einmal ganz kurz, das Sternchen ist ein Platzhalter zunächst einmal für diverse nicht zweigeschlechtliche, non-binäre, so nennt man es auch, Geschlechtsidentitäten oder alles, was in dem kategorisierten Kanon nicht genannt ist. Da ist dieser Platzhalter ganz wichtig. Was noch wichtig ist in diesen Diskussionen, ist der Begriff cis und trans. Beide Begriffe kommen aus dem Lateinischen. Cis heißt eigentlich zunächst mal nichts anderes als diesseits, trans jenseits. Cis, was bedeutet das in diesem Kontext? Dass das Geschlecht bei Geburt für die Person, um die es geht, auch dem eigenen körperlichen Empfinden und Erleben entspricht. Und damit ist kein Problem vorhanden. Bei trans sieht das anders aus. Das Geschlecht bei Geburt entspricht nicht dem eigenen körperlichen Empfinden und Erleben. Das kann im Laufe des Lebens zu Geschlechtsangleichung, also Transitionen führen, das muss aber nicht. Das ganze Spektrum der Möglichkeiten ist da offen. Also trans heißt jenseits dieser zweigeschlechtlichen Binarität der Kategorien, die eigentlich nur männlich-weiblich vorgesehen sind. Inter, auch ein lateinisches Wort, das heißt so viel wie zwischen. Eine Selbstbezeichnung für Menschen, deren genetische, hormonelle oder körperliche Merkmale keine Zuordnung zu männlich und weiblich bei Geburt ermöglichen. Und entweder es ist so geblieben oder es ist direkt nach der Geburt von ÄrztInnen eine Aneignung in die eine oder andere Richtung geschehen, das aber natürlich in dem Fall dann immer ohne die Einwilligung der betroffenen Person, die dann trotz allem oder gerade deswegen ein Leben lang mit diesem Thema unterwegs sind. Divers insgesamt ist ein Sammelbegriff, auch das lateinisch für verschieden. Eine weitere Bezeichnung neben männlich und weiblich für alle, die sich nicht in diesen zweigeschlechtlichen
Kategorien wiederfinden und divers ein Kontinuum ihr abbilden an ganz vielen Möglichkeiten der nicht zweigeschlechtlichen Identität. Genderqueer, wieder ein englisches Wort, auch eine nicht eindeutige Bezeichnung der Geschlechtsidentitäten, die auch divers sind oder eben eine nicht heterosexuellen Orientierung in diesen Bereichen zwischen den verschiedenen Geschlechtsidentitäten und den verschiedenen sexuellen Orientierungen bewegen wir uns, wenn wir über queer sprechen. Noch einmal zum Schluss, nicht binär, also nicht weiblich und nicht männlich, also nichts zweigeschlechtlich zuordnenbar, uneindeutig in dieser Weise, also in diesem Fall alles, was intertrans, genderqueer oder divers ist. So viel zu den Vorbemerkungen, zu den Begriffen, die in diesem Bereich wichtig sind. Jetzt aber dazu erstmal aus meiner Sicht, das ist sehr subjektiv, was ist eigentlich queere Theologie? Aus meiner christlichen Perspektive, wie gesagt, als evangelische Pfarrerin. Da ist für mich zunächst einmal ganz wichtig, dass queer-theologische Ansätze keine theologische Disziplinen sind, sondern verschiedene interdisziplinäre und intersektional miteinander verbundene Forschungsperspektiven im theologischen Bereich. Und verknüpft ist die queere Perspektive mit anderen Dimensionen, zum Beispiel Herkunft, Hautfarbe, Alter, körperliche Einschränkung, sozialer Stand und so weiter. Also diese Verbindung wird in der queeren Theologie, in Ansätzen von queerer Theologie gemacht. Die Subjekte einer solchen Theologie sind queere Personen und auch Allies, also alle, die queerfreundlich sind, die Interesse haben, die sich für das Thema interessieren. Alle sind herzlich willkommen mitzumachen. Es ist eine Werkstattarbeit, Work in Process, ist nichts da, was als System fertig vorliegt, und es soll auch kein geschlossenes System werden, sondern es ist tatsächlich Werkstattarbeit im Prozess. Queere theologische Ansätze bedienen sich aller möglichen gesellschaftskritischer, postkolonialer, feministischer, befreiungstheologischer Ansätze. In diesem Fall eben, weil es christlich-theologisch ist, aus christlicher Perspektive. Andere Religionen würden es aus entsprechend anderer Perspektive dann beschreiben. Zu den verschiedenen Bereichen der Theologie gehören alle Bereiche der Theologie, Kirchengeschichte, biblische Theologie, systematische Theologie, aber auch praktische Theologie. In der biblischen Theologie ist das gerade besonders spannend, weil da biblische Geschichten auf queere Lebensgeschichten bezogen werden und umgekehrt. Die biblischen Geschichten werden, so heißt es, häufig gequeert. Oder im Englischen heißt es queering biblical stories. Das ist also, das Verb ist hier bewusst. Das ist ein Prozess des Tuns, Miteinandertuns. Es ist nicht so häufig einsame Schreibtischarbeit, sondern entsteht in Gruppen, weil auch so viel Literatur, zumindest auf Deutsch, auch dafür noch gar nicht da ist. Dadurch entstehen Deutungsfreiräume, die ermutigen und stärken, wenn Menschen diese biblischen Geschichten auf sich beziehen, in einem Kontext, wo queere Personen häufig ihr Leben lang gehört haben, dass biblische Geschichten und queere Lebenswelten überhaupt nichts miteinander zu tun haben, kann das eine Befreiung sein, zu merken, huch, das geht doch, das ist möglich und das ist auch erlaubt und sogar erwünscht. Genau das soll in queerer Theologie passieren. Es wird also zwischen den Zeilen gelesen, es werden Leerstellen und Zwischenräume in biblischen Geschichten offengelegt und sichtbar gemacht und dann eben miteinander bedacht, was könnte da eigentlich stehen. Das ist nicht beliebig, sondern immer auch textnahe Arbeit, aber es schafft Freiräume und erweitert Horizonte in Bereichen, die eben, wenn man nicht die queere Perspektive einnimmt, bisher einfach überhaupt noch nicht im Blick ist. Dazu gehören auch Andeutungen im Hinblick auf uneindeutige Geschlechtsidentitäten und Sexualitäten von Gott selbst und den Menschen in biblischen Geschichten. Es wird auch homoerotische Spuren sichtbar gemacht, aber auch die verschiedenen Geschlechtsidentitäten von Gott selbst, die ja vor allen Dingen divers und jenseits von Kategorien eigentlich nur zu beschreiben ist, werden sichtbar gemacht. Auch hier werden wieder andere Dimensionen von Vielfalt in biblischen Geschichten, Herkunft, Hautfarbe und sozialer Stand mitgedacht und mit queeren Perspektiven verbunden.
Insofern können wir festhalten, queertheologische Ansätze nach meiner Sicht sind vorläufig und entwickeln sich prozesshaft weiter, sind kein geschlossenes System und wollen es auch keinesfalls sein. Sexuelle Vielfalt und diverse Geschlechtsidentitäten werden nicht mehr verschämt gerechtfertigt, sondern als selbstverständlich vorausgesetzt. Das bedeutet, die sogenannten Clobber Passages, das ist das englische Wort für Totschlagpassagen in der Bibel, zu den Themen von Homosexualität, zum Beispiel im dritten Buch Moses 18 oder im dritten Buch Moses 20 oder im Römerbrief im ersten Kapitel. Diese wenigen Verse, die es biblisch gesehen dazu überhaupt nur gibt, werden als zeit-, kultur- und sozialgeschichtlich geprägte biblische Texte wahrgenommen, exegetisch bearbeitet und in ihrem Kontext gelassen. Und das bedeutet, dass diese Texte als moralische Richtschnur für gleichgeschlechtliche Partnerschaften und diverse Geschlechtsidentitäten im 21. Jahrhundert auch aufgrund des hermeneutischen und historischen Abstandgebotes auf keinen Fall hergenommen werden dürfen. Das wörtliche Zitieren von Halbversen ist in der biblischen Exegese, also in der Bibelinterpretation, schon seit über 100 Jahren ganz klar abgelehnt. Es wird auch im Grunde im Hinblick auf jedes andere Thema durchgehalten. Und leider wird immer im Hinblick auf das Thema oder sehr häufig im Hinblick auf das Thema Homosexualität dieser wissenschaftliche Standard unterschritten. Und dann dieser berühmte Satz, ja, aber in der Bibel steht doch Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Also genau bei diesen Halbversen werden dann doch biblische Halbverse aus dem Kontext herausgenommen und wörtlich zitiert. Und genau das kann aufgrund hermeneutischer Vorangaben nicht gemacht werden. Also keine biblische Verszitierung, sondern immer den Blick auf die ganzen Geschichten und ihre Kontexte. Die dürfen aber sehr wohl angeguckt werden, wie alle biblischen Geschichten bis heute einen Gehalt haben, wenn man sie aufs Leben bezieht. Und insofern gibt es in der queeren Theologie eine sogenannte queere Relektüre von biblischen Geschichten, die also aus queerer Perspektive erzählt werden, als Geschichten, aber mit dem Wissen darum, dass die Geschichte von heutiger Sicht mit einer queeren Brille gelesen wird und nicht so damals geschrieben wurde, sondern hier sozusagen Text und Kontext, biblische Geschichten und Lebensgeschichten aufeinander bezogen werden und das wird transparent und deutlich gemacht. Ich habe einige solcher Geschichten queer gelesen und aufgeschrieben, zum Beispiel zum Thema Sodom und Gomorra, Jakob und seinem Kampf am Jabbok, der queer gelesen werden kann, Josef und seine Brüder, Ruth und Naomi, David und Jonathan, Bibelstellen zu Eunuchen, also Zwitterwesen in der Bibel, die vorkommen, wie zum Beispiel die Geschichte des äthiopischen Kämmerers in der Apostelgeschichte 8, habe ich queer gelesen und auch online gestellt, zum Beispiel in meinen Blogbeiträgen auf evangelisch.de oder in meinem Buch. Das ist hier notiert, queertheologische Notizen, was 2020 herausgekommen ist. So viel zum Werbeblock. Einige biblisch-theologische Leitfiguren aus christlicher Sicht zum queertheologischen Themen. Die erste Grundlage ist die Gottes-Ebenbildlichkeit aller Menschen ohne jede Vorleistung, die im ersten Buch Mose, Kapitel 1, 27 folgende beschrieben wird. Dort wird von der Einzigartigkeit und Würde jedes einzelnen Menschen vor Gott berichtet. Einzigartig ist jeder Mensch gleichzeitig bunt, divers und vielfältig. Und dennoch und gerade deswegen sind wir alle Gottes Ebenbild in dieser Vielfalt, die in der Schöpfung vorgesehen ist und als wunderbar von Gott angesehen wurde und alle Menschen wurden gesegnet, inklusive also auch Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft, Hautfarbe und sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität. Als zweites theologisches Leitmotiv, was auch für die jüdische Tradition sehr wichtig ist, aber für christliche Befreiungstheologie insgesamt auch, das ist das Exodus-Geschehen, das sogenannte als Befreiungsgeschehen des Volkes Israel aus Sklaverei und Unterdrückung in Ägypten, was im zweiten Buch Mose beschrieben wurde. Und seitdem haben sich alle befreiungstheologischen Bewegungen, auch schwarze Theologien, Asian Theologies, feministische Theologie, auf dieses Exodus-Geschehen berufen. Denn Gott ist dort bei denen, die unterdrückt werden und die werden aus der Sklaverei, aus Unterdrückung,
aus Diskriminierungszusammenhängen befreit und Gott begleitet sie in diesem Exodus-Geschehen durch die Wüste, tagsüber als Wolke, nachts als Feuerwolke und ist bei denen und beschützt sie. Das ist auch für queere Menschen ein ganz wichtiger theologischer Punkt. Im Neuen Testament das Doppelgebot der Liebe, wo Jesus das höchste Gebot so zusammenfasst, dass alle Menschen Gott lieben sollen und die Nächsten wie sich selbst. Da geht es nicht um romantische Liebe, sondern Respekt. Es geht um Respekt und Achtung, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Geschlechtsidentität, Alter und sexueller Orientierung. Das ist einfach eine Haltung den nächsten Menschen gegenüber, die sich aus Respekt und Wertschätzung und nicht aus Hass und Gewalt speist. Das gilt also natürlich selbstverständlich auch für queere Menschen, die hier eingeschlossen sind. Das Motiv, das aus den Paulusbriefen kommt, heißt Leib Christi, das auch sehr wichtig für queer-theologische Ansätze ist. Hier wird die Vielfalt als Bereicherung christlicher Gemeinschaften beschrieben. Paulus hat das ausgedrückt im 1. Korintherbrief, Kapitel 12 und im Römerbrief. Die Einheit in Vielfalt, also es gibt den einen Leib und die vielen Glieder, die alle sehr unterschiedlich sind mit ihren eigenen Lebensgeschichten. Und nur gemeinsam kann dieser Leib Christi als christliche Gemeinschaft in Vielfalt überleben und funktionieren. Und schließlich die Taufe als christlicher Eintritt in die christliche Gemeinschaft, wie sie im Galaterbrief 3,28 beschrieben wird, da ist nicht mehr Jude und Christ, nicht mehr Mann und Frau, nicht mehr Sklave und Herr, sondern in der Taufe sind wir alle eins. Das heißt, dieses Taufmotiv bis heute überwindet soziale und gesellschaftliche Grenzen von Herkunft, Hautfarbe, Nationalität, sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität. Das ist auch für queere Menschen ein sehr wichtiger Punkt. Ich möchte euch jetzt drei Thesen zum Verhältnis von christlichen LGBTIQ+ und religiös-kirchlichen Einrichtungen vorstellen. Vielleicht gilt das ja auch für andere Religionen, da können wir vielleicht drüber in der Diskussion sprechen. LGBTIQ-Plus-Personen gehören, seitdem es christliche und kirchliche Einrichtungen gibt, zum diakonisch-christlichen Leben dazu, genauso wie sie insgesamt zum gesellschaftlichen Leben dazugehören. Sie arbeiten haupt-, neben- und ehrenamtlich in pastoralen Diensten, pädagogischen, karitativen oder diakonischen Einrichtungen oder in zahlreichen kirchlichen Beratungsstellen. Oft werden sie allerdings nicht als gleichberechtigte Mitglieder wahrgenommen oder anerkannt. Ihnen wird sogar das Queersein abgesprochen, wenn sie christlich sein wollen oder umgekehrt. Wenn sie queer sind, sind sie nicht christlich. Es wird also nicht zusammengedacht, was selbstverständlich zusammengeht. Und manche LGBTIQ+-Personen bleiben auch von sich aus unsichtbar, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, sich nicht sicher fühlen oder negative Reaktionen fürchten. Genau wie in allen anderen Bereichen auch. Kirche ist da aber immer noch mal ein besonders scharfer Bereich. These 2, zahlreiche religiös interessierte und oder gläubige LGBTIQ+-Personen haben im Laufe ihres Lebens von kirchlichen Amtspersonen, diakonischen Mitarbeitenden oder christlich-gläubigen Gruppierungen Ablehnung, Ausgrenzung, Häme, Herablassung oder sogar Gewalt erfahren. Bis heute ist das leider so. Diese spezifisch christlich-religiösen Diskriminierungserfahrungen kommen in der Regel zu allgemeinen gesellschaftlichen Diskriminierungserfahrungen, die es bis heute wie ihr alle wisst, auch immer noch gibt, hinzu. Das sind spirituelle Gewalterfahrungen und die müssen auch entsprechend aufgearbeitet, öffentlich benannt und gestoppt werden. These 3, LGBTIQ+, religiös interessierte, gläubige Personen sind nicht nur Opfer von geschichtlichen Diskriminierungserfahrungen, wie wir es eben gehört haben, sondern sie sind auch Subjekte und ExpertInnen ihrer eigenen Lebensgeschichten. Daher ist in diesem Bereich, wenn man in dem Bereich arbeiten will, Storytelling, also die eigenen biografischen Erlebnisse erzählen, ohne dass sie sofort abgewertet oder bewertet werden, in diakonischer Arbeit, in Beratungs- und auch Seelsorgearbeit im christlichen Bereich, das gilt aber für andere Einrichtungen auch, ganz, ganz wichtig. Schließlich war Jesus selbst ein großer Storyteller, der mit Hilfe von Geschichten, biblische Geschichten des seines Alten Testamentes, also der hebräischen Bibel, auf die damalige Welt bezogen hat. Ihr wisst, Jesus war Jude und hat in einer jüdischen Welt in völlig jüdischen Kategorien gedacht und Geschichten erzählt, um eigentlich zunächst mal innerkirchlich Transformations- und Reformationsprozesse anzuregen. Die Erkenntnis auch in diesem Bereich, wer gehört und respektiert wird, fühlt sich gestärkt, wessen Geschichte respektiert und anerkannt wird,
kommt auch wieder und macht mit. Und genau davon lebt auch queere Theologie, dass nicht über andere Menschen hinweg gesprochen wird, sondern mit ihnen auf Augenhöhe diskutiert wird. Und das muss natürlich auch in allen Flyern und Veröffentlichungen und Webseiten, zum Beispiel durch Hashtag All Are Welcome, Queer Faith, Love is Love, auch ausgedrückt werden. Ich habe noch drei Beispiele aus christlicher Perspektive mitgebracht. So viel Zeit haben wir auf jeden Fall noch, ein paar Fotos dazu. Queer-religiös zum Beispiel in der Hochseelsorge in Mainz. Ich bin im Moment in Mainz ESG-Pfarrerin. Dort haben wir ein sehr, sehr starkes Programm mit Queer. Wir haben einen queeren Salon. Wir haben unseren gesamten analogen und sozialen Social-Media-Auftritte umgestellt, sodass sie regenbogenfreundlich mit Regenbogenflaggen und Hashtags versehen sind. Wir haben einen Regenbogenhahn, der eigentlich ist das ESG-Zeichen, ein roter Hahn. Wir haben also einen Regenbogenhahn und wir arbeiten mit den Hashtags, wie eben gesagt. Bei uns arbeiten queere und nicht queere Studierende und Campus-Mitarbeitende zusammen und feiern CSD-Gottesdienste, aber auch andere queer-freundliche Gottesdienste oder andere minderheitensensible Gottesdienste und Andachten. Wie gesagt, dass wir intersektional auch mit anderen Unrechtsdimensionen da zusammenarbeiten, das ist uns ganz wichtig. Wir haben aber auch andere queer-theologische Formate zu aktuellen Themen, Diskussionen, gucken Filme und setzen uns für Safe Spaces, also sichere Räume an unseren Campusorten ein, damit Menschen mit queeren Fragen auch dort sich sicher fühlen. Sie kommen zu mir in die Sprechstunde zur Beratung und Seelsorge ist queersensibel und queerfreundlich. Auch interreligiöse queere Zusammenarbeit ist geplant. Da sind wir in Vorbereitung mit entsprechenden Hochschulgruppen. Ein anderes Beispiel für Subjekte von queer und christlich, die sich engagieren und das Zepter selber in die Hand nehmen, statt immer nur von irgendwelchen Kirchenleitungen oder Pfarrern und Priestern, PfarrerInnen auch belehrt zu werden, ist das European Forum of Christian LGBTIQ Groups, Europäisches Forum christlicher LGBTIQ-Gruppen. Das sind, da kommen Mitglieder aus 40 christlichen queeren Gruppen aus über 25 europäischen Ländern zusammen. Sie haben ihre religiöse Heimat in ganz unterschiedlichen christlichen Denominationen, anglikanisch, reformiert, lutherisch, methodistisch, alle möglichen Freikirchen, also Baptisten und so weiter und so fort sind dabei. Oder auch solche, die sich als gar nichts oder religiös suchend bezeichnen, sind alle herzlich eingeladen. Ziel ist ein internationaler Austausch, queer-theologische Diskussionen auf Augenhöhe, miteinander lernen und feiern. Wir arbeiten kirchenpolitisch über Ländergrenzen hinweg und starten viele Solidaritätsaktionen, gerade mit unseren queeren, gläubigen FreundInnen aus Süd- und Osteuropa, wo die Lage für queere Gläubige noch viel schwieriger ist als in Westeuropa. Diejenigen von euch, die ein bisschen die Nachrichten verfolgt haben, der oberste Patriarch in Russland, der russisch-orthodoxen Kirche, Kyrill, hat gerade auch anlässlich des Ukraine-Krises gesagt, ein Grund für diesen Krieg ist, Russland von westlicher, dekadenter Lebensformen wie schwule Paraden zu beschützen. Also Minderheiten wie queere Personen, aber auch andere werden missbraucht, um Kriege zu legitimieren mit der Bibel in der Hand. Das ist also eine große Katastrophe und auch für orthodoxe Gläubige ein unglaubliches Leid und sehr, sehr schmerzerfüllt. Wir haben Forschungsprogramme, wir feiern aber auch vor allen Dingen Feste und Gottesdienste, sind solidarisch beieinander über nationale und Denominationen hinweg. Und ein letztes Beispiel, weil es auch im September eine große Vollversammlung in Karlsruhe gibt, der Ökumenische Rat der Kirchen, ÖRK. Es gibt alle 7, 8 Jahre eine Vollversammlung irgendwo in einer Stadt in einem Land über die Kontinente verteilt. Und auch dort ist seit über 10 Jahren eine hohe queere Präsenz christlicher Gläubiger aller Denominationen, die dort Aufklärungsworkshops, Antidiskriminierungstrainings und queere Gottesdienste feiern für alle, die Interesse haben, die mitzufeiern. Das ist nie das offizielle Programm, sondern eher auf dem Markt der Möglichkeiten, so wie Kirchentag, wer es kennt.
auf dem Marktplatz sind Side-Events und Workshops möglich. Da sind wir präsent, um Gesicht zu zeigen und deutlich zu machen, christlich und queer oder religiös und queer, das geht sehr wohl zusammen. Und ihr könnt uns nicht mehr leugnen, die Menschen gibt es schon lange, seitdem es auch Religionen gibt, sind die Menschen queer. Und wir müssen aber auch wissen, dass wir für unsere Rechte selber eintreten müssen, mit den Allies, also mit auch befreundeten Menschen zusammen, um uns sichtbar zu machen. Denn alles, was nicht sichtbar ist, obwohl es manchmal eben auch gefährlich ist, wird eben nur objektiviert und Vorurteile und Vorannahmen, negative, werden weitergetragen. Um da auch positive Gegenbilder zu setzen, gibt es auch immer wieder das Moment der Storytelling, also Geschichten, die erzählt werden, wie hier zum Beispiel die Broschüre Stand Together in Solidarity, in Solidarität zusammenstehen, was für die letzte Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen von queeren ChristInnen aus der ganzen Welt zusammengestellt wurde. 12 persönliche Zeugnisse von Lesben, Schwulen wie Transmenschen aus allen 5 Kontinenten, die ihre Lebensgeschichte ganz knapp zusammen erzählt haben, ihre Lebens- und Glaubensgeschichte, also queer und christlich, wie es für sie persönlich zusammengeht. Und diese Broschüre war ein ganz wichtiges Instrument für uns, um mit KirchenvertreterInnen und Delegierten des Ökumenischen Rats der Kirchen ins Gespräch zu kommen. Übrigens für Karlsruhe ist eine neue Broschüre jetzt mit 26 Geschichten aus allen 5 Kontinenten geplant. Ich bin damit im HerausgeberInnen-Team und die Geschichten sind sehr, sehr berührend. Zum Schluss, warum ist ein entschlossener Einsatz von christlichen Kirchen und religiösen Gruppierungen und Menschen, die sich darin engagieren, gegen Diskriminierung, zum Beispiel gegen Homo- und Transfeindlichkeit, aber natürlich gegen jede Form der Diskriminierung nötig? Das könnten wir auch besprechen. Das ist das sogenannte Minderheitenstressmodell, was nicht nur für queere Menschen, sondern auch für jüdische Menschen, also für alle, die Minderheiten in einer Gesellschaft darstellen, zählt. Der Minderheitenstress wurde von Professor Ilan H. Meyer in den USA schon in den 90er Jahren entwickelt. Und es besagt, dass Minderheiten und Angehörige von stigmatisierten Gruppen vermehrten Stressoren auf allen Ebenen, persönlich, strukturell, institutionell ausgesetzt sind. Und dieser Stress ist vielfach eben nicht nur körperlich, emotional und spirituell, sondern auch noch chronifiziert, also dauert zum Teil ein Leben lang und löst Stress, Angstzustände bis hin zu Depressionen oder Suiziden aus. Und entsprechend muss da auch gesellschaftlich gehandelt werden, denn es sind strukturelle Probleme, die einzelne Menschen aus Minderheiten in diesen Minderheitenstress hineinführen. Hier nochmal, diese Folien sind übrigens zum Nachlesen nachher im Webinar da, deshalb gehe ich da nicht weiter jetzt drauf ein. Es gibt diesen Minderheitenstress eben nochmal körperlich, seelisch, emotional und spirituell. Und gerade dieser spirituelle Teil, da sind eben die Verantwortlichen und Leitenden aller Religionen, in diesem Fall spreche ich vom Christentum, alle mitverantwortlich und auch mitschuldig, dass spirituelle Gewalt, religiöse Gewalt mit biblischen Texten legitimiert, zu ganz viel Leid und Schmerzen gegenüber queeren Menschen kommen, die sich gleichzeitig als gläubig fühlen und denen das über Jahrzehnte, Jahrhunderte abgesprochen wurde, dass das zusammengeht, sondern stattdessen wurde gesagt, das ist sündig, das ist nicht Gott gewollt oder du landest in der Hölle, ihr werdet verdammt, ihr kennt solche Sätze. Konsequenzen nochmal für die Seelsorge- und Beratungsarbeit ist im Grunde, dass man sich dieser Diskriminierungserfahrung und diesem Minderheitenstress bewusst macht, wenn es um die Arbeit mit queeren Menschen geht. Und dafür sind Selbstreflexionsfragen wichtig, die ich euch jetzt zum Schluss noch darstelle, weil sie vielleicht auch für euch selber sowohl personell als auch strukturell immer wieder interessant sein könnten. Also persönlich gefragt, welche Geschlechterrollenbilder sind für mein Leben prägend und wie nehme ich mich als weiblich, männlich oder divers wahr? Welche Vorstellungen von Weiblichkeit oder Männlichkeit sind für mich positiv besetzt, welche negativ? Setze ich mich mit meinen eigenen Vorurteilen gegenüber anderen Lebens- und Familienformen als der eigenen auseinander? Bin ich mir bewusst, dass ich immer dann, wenn ich in gesellschaftlichen Zusammenhängen agiere oder auch Beratungen mache in diesem Bereich, möglicherweise als weiblich-männlich diverses Rollenmodell gelesen werde? Und was heißt das dann? Weiß ich, wie ich mich verhalte, wenn ich Ratsuchende
oder überhaupt mit Menschen zu tun habe, die sich mit Themen rund um die verschiedenen Lebensformen und Geschlechtsidentitäten beschäftigen. Das Gleiche gilt jetzt für die strukturelle Ebene, das kann ich jetzt hier vernachlässigen. Auch Einrichtungen müssen sich fragen, ob sie sichere Orte anbieten, ob sie deutlich klar machen, dass queere Menschen willkommen sind und dass immer wieder auch institutionell und strukturell über Vorurteile und Vorannahmen nachgedacht wird. Das zum Nachlesen. Und das bedeutet eben, dass für religiöse Einrichtungen, christlich oder darüber hinaus, im Grunde immer eine klare Positionierung für queerfreundliche und sichere Räume in der Öffentlichkeit und den Medien deutlich gemacht wird, genauso wie umgekehrt eine klare Positionierung gegen Homo- und Transfeindlichkeit und jede Form von anderen Diskriminierung nötig ist. Queer- und minderheitensensible Arbeit ist wichtig im Sinne der Selbstreflexion, Fragen, also Vorurteile und Vorbehalte reflektieren, sich über eigene Erfahrungen im Privatleben klar werden, damit man weiß, wo die eigenen Triggerpunkte sind, Wissen über die Thematik sich aneignen, eine persönliche, inhaltliche Haltung finden und die auch begründen können und dann vor allen Dingen zuhören, sich Zeit nehmen, Räume schaffen, um miteinander ins Gespräch zu kommen, so wie wir jetzt gleich das auch tun werden. Respekt, Wertschätzung und Achtung sind klar, sind dafür ganz, ganz wichtig. Mein Fazit. Christlich und queer sind keine Gegensätze. Aber diese Erkenntnis ist in vielen Kirchen und religiösen Gruppen noch nicht angekommen. Unsichtbarkeit, Nichtbeachtung oder negative Beachtung von queeren Themen und Menschen verdoppelt aber die Ausgrenzungserfahrung, die viele queere gläubige Menschen in Deutschland und weltweit gerade im kirchlich-diakonischen Umfeld machen. Es braucht daher sichere Orte, um queeren Gläubigen zuzuhören und ihre Expertise hinsichtlich Selbstakzeptanz und Widerstandskraft gegenüber feindseligen Botschaften zu würdigen. Ziel ist es, religiöse Gruppen und Einrichtungen sichtbar, inklusiv und gastfreundlich für alle zu gestalten. Dafür sind explizite Zeichen der Gastfreundlichkeit notwendig. Wenn religiöse Einrichtungen queerfreundlich, inklusive und sichere Räume für alle anbieten, fühlen sich dann auch queere Personen eingeladen und ernst genommen. Und dann kommen sie auch dorthin, aber wirklich nur dann. Das erhöht ihre Motivation, die Arbeit haupt- und ehrenamtlich als Subjekte und ExpertInnen ihre Lebenserfahrung mitzugestalten. Und dadurch kommen dann auch queere Stimmen zu Wort. Ihre Ressourcen und Erfahrungen mit Ausgrenzung, Minderheitenstress und deren Bewältigung können individuell und institutionell für andere Personen und Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden. Das, finde ich, ist ein Gewinn für alle. Jetzt habe ich noch ein paar Anknüpfungspunkte für den jüdisch-christlichen Dialog. Der ist im Grunde auf allen Ebenen der Theologie wichtig. Man könnte gemeinsam in die Werkstatt gehen für queere biblische Texte. Man könnte in die Politik gehen. Wer ist eigentlich in welchen Religionen dafür zuständig, dass auch queere Themen in der Aus- und Fortbildung und in Gottesdienstfeierlichkeiten zur Sprache kommt? Wo ist das in der Beratung und Seelsorge in den Religionen angesiedelt? Das wäre für jüdisch-christlich und interreligiöser Dialog spannend. Und Solidarität und Empowerment zum Schluss. Queering Religion, darüber könnte man Tagungen machen, Werkstätten miteinander ausprobieren, religiöse Texte so lesen, dass sie gequeert werden können. Oder aber auch Strategien für interreligiöse, jüdisch-christlich-queere Solidarität. Da könnte zusammengearbeitet werden, das wären so Anlässe für den jüdisch-christlichen oder den interreligiösen Dialog. Und jetzt ist meine Tour de Force zu Ende. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Vielen, vielen Dank, Kerstin, und großartigen Eintritt in die Welt, in deine Welt, wenn ich das so sagen darf. Und ich sehe auch schon, dass der Chat sich fleißig füllt. Vorab eine Frage. Es ist schön, dieses Storytelling. Ob du noch teilen magst, wie dich das Ganze beeinflusst oder auch inspiriert hast. Gab es mal einen Moment oder auch eine Person, die für dich prägend war, dich überhaupt mit dem ganzen Thema so auseinanderzusetzen und so tief einzusteigen und für dich das eigen zu machen? Ja, es war natürlich tatsächlich, ich habe mich deshalb damit beschäftigt, weil ich mich irgendwann in Frauen verliebt habe und
Ich habe ziemlich auf dem Schlauch gestanden, weil ich bin ja schon ein bisschen älter als ihr, knapp 60. Und damals gab es weder Bildersprache noch Netflix, wo ich mir irgendwelche Staffeln von Elworld oder keine Ahnung was oder Queer Eye angucken konnte, was es heute Gott sei Dank alles gibt. Da bin ich sehr dankbar für. Tatsächlich brauchte ich die Großstadt. Ich bin dann nach Hamburg gegangen und an der Uni gab es ein AStA Queer-Referat, damals war es Schwulen-Referat, und da habe ich die ersten lesbisch-schwulen Pärchen gesehen. Diese Bilder waren für mich enorm wichtig, um überhaupt erstmal zu kapieren, das ist nichts eklig oder Perverses, was ich so bei uns damals auf dem Schulhof in der Kleinstadt gehört habe, sondern es ist was ganz Normales. Aber das hat wirklich 2 Jahre, 3 gedauert, bis ich das für mich selber so akzeptieren konnte und bis ich das meinen Eltern und anderen sagen konnte. Und das waren keine einfachen Prozesse. Tatsächlich, du hast mich nach einer Person gefragt. Ja. Meine tollste Unterstützerin war meine Oma. Meine Geschwister und meine Eltern haben gesagt, sag das bloß nicht Oma, die ist zu alt, die kapiert das nicht. Und dann habe ich 2 Jahre nichts gesagt. Ich hatte aber ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Oma. Und dann habe ich gedacht, das geht so nicht. Ich lüge sie an und wir kommen überhaupt nicht mehr privat ins Gespräch. Also habe ich mir ein Herz genommen und es ihr erzählt. Und sie hat ausgeatmet und gesagt, Gott sei Dank, erzählst du mir das endlich. Ja, natürlich habe ich das schon lange gewusst. So, und jetzt holen wir erstmal ein Glas Sherry raus und stoßen erstmal an. Und dann hat sie mir erzählt, sie ist heterosexuell, das ist auch in Ordnung. Sie ist in St. Pauli groß geworden in Hamburg und hat in einer Mineralwasserfabrik gearbeitet und hat dort viel Bierkästen noch auf Bierkutsche in Bars in Hamburg ausgefahren. Und da waren sehr, sehr viele auch Lesben- und Schwulen-Bars und sie kannte die ganzen Leute. Und hat gesagt, was ist eigentlich das Problem meiner Enkelin, dass sie damit nicht rüberkommt? Stark. Das freut mich, dass das so auf offene Ohren und auch auf einen Geist vor allem gekommen sind. Meine Frage ist nämlich aus dem Chat, wie ist es denn für queere Menschen, was ist die größte Herausforderung für sie mit der Kirche? Dass es da immer noch diese Distanz und dieses Missverstandenwerden existiert. Ich glaube, dass, sagen wir mal so, positiv erstmal gesprochen, wenn ich so darf, ist, dass zumindest im Hinblick auf die evangelischen Landeskirchen kann man wirklich sagen, in den letzten 30 Jahren wir so weit gekommen sind, dass fast in allen Landeskirchen mindestens Segensfeiern, in vielen Kirchen, auch in Hessen-Nassau, wo ich Pfarrerin bin, Trauungen in der Kirche möglich sind. Das ist aber ein Prozess von über 30 Jahren synodaler Debatten, also die Kirchenparlamente auf allen Ebenen, die mit Menschen und vor allen Dingen eben Lesben, Schwulen wie Transmenschen in der Kirche geführt wurden. Davor wurde nur über sie gesprochen und dann haben sich die Vorurteile verdoppelt und verdreifacht, die sowieso die Menschen hatten, und haben das dann eben auch noch biblisch legitimiert. Und da sitzt genau der größte Knackpunkt bis heute. Obwohl es diese landeskirchliche Offenheit gibt, gibt es immer noch sehr viele eben eher konservativer oder frommere Kreise. Man darf das nie verallgemeinern. Mhm. Es gibt auch fromme, sehr progressive ChristInnen und es gibt und so weiter. Das Spektrum, ich möchte also niemandem dazu nahe treten, aber insgesamt kann man verkürzt sagen, dass es eben immer noch sehr viel sehr bibeltreue und sehr konservative ChristInnen gibt, die sagen, ja, aber in der Bibel steht es doch. Das ist nicht Gott gewollt, das ist sündig. Die Menschen kommen in die Hölle und sind Tod und Teufel und Verdammnis. Und diese Art von Sätzen, die werden mit der Bibel in der Hand und mit so viel Werbe und Massivität geführt, dass das unglaublich verletzend ist. Ich habe das ja gesagt, dieser Minderheitenstress, der eben auch spirituelle Gewalt für viele bedeutet, die bei mir zum Beispiel und vielen anderen in der Seelsorge und Beratung landen, das ist ein Trauma fürs Leben. Und diese Form der Nicht-Akzeptanz, nicht mal auf mindester Ebene, dass Religion Heimat für Menschen ganz unterschiedlicher Lebensformen und Geschlechtsidentitäten ist, so wie Menschen unterschiedlicher Hautfarbe, das ist, glaube ich, die größte Kränkung und die größte schmerzhafteste Erfahrung, dass man sagt, ich bin gläubig, aber ich habe in der Kirche kein Zuhause. Und da setzt für mich die Verantwortung von uns allen als religiöse Menschen, ob im Judentum oder so können wir auch reden, im Christentum an, dass kirchliche Orte sichere Orte für alle sein müssen. Und dieses Mindestmaß an Respekt für unterschiedliche Lebenswege und unterschiedliche sexuelle Orientierung ist für mich christlich
ist religiös insgesamt, Respekt und so. Ich kann das überhaupt nicht begreifen, wie Menschen das nicht zusammenbringen, aber so ist es und danach hast du mich gefragt. Ja. Das ist nach wie vor die größte Herausforderung, wie wir mit diesen biblischen Texten und diesen Halbversen umgehen, die ich in meinem Referat Clobber Passages genannt habe, also die sogenannten Totschlagtexte. Ja. Vielen Dank dafür, Kerstin. Nina, mich würde interessieren, weil du ja in der Jugendarbeit bist, ob du auch mit queeren Jugendlichen Kontakt hattest und diese auch nach ihre eigene Sinnsuche hatten und in der Kirche sich willkommen fühlten. Hast du da Begegnungen gehabt, die irgendwie in die Richtung gehen? Und magst davon erzählen? Gerne. Also ich glaube, als wir eben über die Problematik gesprochen haben, würde ich gerne, was ich für mich oft als ein Verständnis habe, ist, wenn je nach Lesart eben, was Kerstin eben gesagt hat, wie das ausgeschlossen werden kann. Und ich merke, wie oft Leute Riesenprobleme damit haben, wenn man sagt, Jesus war Jude. Also das ist für viele ganz, ganz, ganz schwierig, das alleine ausgesprochen zu hören. Und ich glaube, dass für mich auch da schon der Anfang in allem liegt. Weil wie kann ich auf eine evangelische Weise weitere Dinge interpretieren, wenn ich schon mich komplett dagegen verschließe, dass Jesus eventuell jüdisch aufgewachsen, erzogen im Tempel, so. Und ich glaube, dass da oft in meinem Empfinden schon ein Ursprung liegt, wenn jemand sich dem komplett verweigert, Jesus als jüdisch zu akzeptieren, dann auch oft die Lesart in anderen Bereichen sich manchen Perspektiven auf jeden Fall verweigert. Man muss ja auch nicht immer sagen, dass man der Sache selbst folgen kann in dieser Lesart, aber man kann ja eine andere Meinung auf jeden Fall akzeptieren. Denn am Ende wissen wir ja sowieso nicht. Also keiner hat ja die Wahrheit am Ende erfahren, aber man kann ja verschiedene Wahrheiten auch existieren lassen, sagen wir es mal so. Selbst wenn ich mich damit nicht anfreunden kann, kann ich mich ja damit anfreunden, dass jemand anderes sie so liest. Und ich glaube, darum geht es ja auch eben, was Kerstin gesagt hat, mit dieser Vehemenz des Buches zu sagen, aber das darf nicht sein. Und das ist eben oft eher eine Sache, dass Dinge negiert werden und nicht gesagt werden, ich kann auch deine Perspektive annehmen, auch wenn ich diese Stelle anders lesen würde. Ich glaube, das ist schon mal eine Sache. Und mein allerliebstes Beispiel ist allerdings nicht christlich, sondern ist jüdisch, weil einer meiner besten Freunde aus meiner Zeit in Jerusalem, als ich da studiert habe, und wir haben heute noch ganz engen Kontakt, in Amerika in einer sehr religiös, aber speziell religiös geprägten jüdischen Umfeld kam, was er selbst stark abgelehnt hat. Also aus dieser Perspektive eher, dass auch Juden für den Holocaust selbst verantwortlich sind, weil sie nicht religiös genug waren und dass die Strafe war. Also aus einer wirklich absoluten Minderheitengruppe innerhalb des Judentums. Das ist ganz wichtig zu erwähnen, dass das eine absolute Minderheit aus Amerika ist, aus der er eben Teile seiner Sozialisation hatte. Und man hatte das Gefühl, er hätte schwule Tendenzen. Und es wäre doch besser, wenn man ihn nach Jerusalem schicken würde. Okay. Also. Er hat sein Abschlussprojekt als Drag Queen gemacht. Nur super. So. Also ich fand es total super, dass dahin, wo man ihn geschickt hat, die Gay Parade und die Diversität als einziges Land im Nahen Osten so sehr gefeiert wird, dass ja wirklich Leute aus der ganzen Welt nach Israel fliegen, um da mit Regenbogenflaggen, ob sie eben selbst sich irgendwo im Spektrum verorten oder eben auch nicht ansiedeln, auf jeden Fall, wie hast du es genannt, queer-freundlich, auf jeden Fall gefühlt die halbe Stadt Tel Avivs mitläuft und die andere nicht queer-feindlich ist, sondern keine Lust hat, sich zwischen die Menschenmassen zu drängeln.
finde ich bis heute witzig, weil man da sieht, was eine Idee von Jerusalem sein könnte und was so wenig mit der Realität dieser Stadt zu tun hat, woraufhin wir oft gesagt haben, not so holy in the Holy Land. Gibt es denn irgendwie einen jüdischen Christ? Entschuldigung. Und ich glaube schon, dass das genau diese Problematik, wer entscheidet, dass das noch religiös ist oder ausgeschlossen wird, ja immer sehr aufs Korn genommen hat. Und eine zweite Sache ist, die mir wirklich dazu stark eingefallen ist, dass ich mal ein Seminar gemacht habe, wo es über Minderheiten ganz grundsätzlich ging. Und dass einer der Teilnehmer gesagt hat, an einem gewissen Punkt, und das werde ich wirklich nie vergessen, ich habe ihn auch gefragt, ich darf ihn auch mehrfach zitieren, weil ich es auch schon mal schriftlich gemacht habe in einem Bericht darüber. Er hat gesagt, was soll ich als weißer, europäischer, heterosexueller Mann mit akademischem Abschluss eigentlich über Diskriminierung sagen? Also auch zu sehen, wie stark die Hautfarbe, die Sexualität, das Geschlecht, der Bildungshintergrund, auch die Sicht von anderen auf einen selbst beeinflusst und sich dem aber bewusst zu sein, nicht sich über Menstruation äußern zu können, wenn ich selbst keinen Uterus habe, weil ich vielleicht keine guten Referenzen zu Periodenschmerzen oder Endometriose habe. Und ich glaube, dass wir da auch bei einem Thema sind. Man kann sich bei vielen ja eben auch sehr gut mit beschäftigen und freundlich sein, aber man darf auch bei gewissen Themen anerkennen, dass vielleicht, wenn man nicht queer ist, man das den Grad der Verletzung, der manchmal passiert, selber nicht vorstellen oder nachvollziehen kann in manchen Bereichen und sagen kann, ich höre dir zu und ich sehe dich. Ich weiß nicht, wie es für mich selber ist, weil ich es nicht erlebt habe. Und darum möchte ich dich sehen. Und ich glaube, das ist was, was uns gerade im christlich-jüdischen Dialog, besonders auch mit dem Antisemitismus, immer wieder an einen Punkt bringt, wo man sagen kann, wenn man das Prinzip verstanden oder gelernt hat, mir passiert zwar kein Antisemitismus, aber ich sehe dich und ich höre dir, dass dir welcher passiert. Und darum stelle ich mich gerne an deine Seite, um darüber mehr zu verstehen und vielleicht auch zu verstehen, warum das für dich eine Kränkung war, was ein anderer nicht als Kränkung eventuell empfindet. Kerstin Nix. Würdest du mir da widersprechen bei den Themen oder würdest du als Expertin da anderes äußern? Ich nehme das gleich mit auf. Maxi, du hattest eine Frage und ich habe im Chat auch gesehen, dass nimmt, genau, glaube ich, da was auf und ich höre dir jetzt erst nochmal zu. Aber genau, danke, weil, Nina. Das ist nämlich die Frage jetzt sozusagen, wo ich am besten anknüpfe, von daher auch kurz in die Runde. Ich bemühe mich wirklich, alle Fragen einzufließen. Vielleicht springe ich ein bisschen, wie es halt gerade inhaltlich so läuft. Nur ich finde halt, was du, Nina, beschrieben hast, schon so ein Erfolg, sich damit eben auseinanderzusetzen und eben sehr klar diese Perspektive herauszuarbeiten. Und das würde mich interessieren, Kerstin, weil hier gefragt wird, was für dich die wichtigsten Erfolge sind, die du in deiner Arbeit erzielt hast, beziehungsweise die allgemein in der Arbeit zu queer und christlich erzielt wurden. Ist das schon ein großer Schritt, was Nina beschrieben hat, oder ist das eher, wo du sagst, das ist der Anfang, oder ist es wirklich so stetig die Entwicklung über, du sprachst von 30 Jahren, was sich getan hat, was sind so für dich vielleicht die Meilensteine oder die Erfolge für die Arbeit in eben auch diesen Dialog, sei er christlich, sei er jüdisch, aber jetzt vor allem im Queer-Bereich? Ja. Also im christlich-queeren Bereich sind die Meilensteine, also die Segnungsgottesdienste, die Traugottesdienste, die mittlerweile in evangelischen Kirchen möglich sind. In der katholischen Kirche ist dieses ganze Thema Out in Church und jetzt auch die Sichtbarkeit von katholischen LGBTIQ-Personen, die seit der ARD-Sendung im Januar und dem Buch, was jetzt rauskommt, und den ganzen Social-Media-Hashtags Out in Church, das ist ein riesiges Ding für katholische queere ChristInnen,
Das werden die dann besser erzählen oder vielleicht gibt es da auch jemand im Chat, der da oder die da mehr weiß. Also evangelisch sind das sicherlich diese Meilensteine, dass die Kirchen sich geöffnet haben, sowohl für lesbisch-schwule Mitarbeitende, Trans-Mitarbeitende mittlerweile auch, dass das kein Hinderungsgrund mehr ist, rausgeschmissen zu werden. Also auf dieser offiziellen Ebene. Nochmal inoffiziell und im Miteinander sind diese Softkills gefragt, die auch Nina gesagt hat. Wir müssen uns zuhören, wir müssen miteinander reden, wir müssen aushalten, dass wir sehr unterschiedlicher Meinung sind und unterschiedliche Perspektiven haben. Und wir alle haben eine gleichberechtigte Stimme. Und solange wir deutlich machen, aus welcher Perspektive wir sprechen, also ich als lesbische Pfarrerin weiß, privilegiert in vieler Hinsicht, aber eben queer und habe da auch schon mein Paket an Diskriminierung mitbekommen, die ich mich selber auch als queer bezeichne. Und jede andere auch. Natürlich können wir alle miteinander reden und hoffentlich eben queer-freundlich oder minderheitenfreundlich miteinander reden und respektvoll. Es gehören also bestimmte Dinge, die in jeden Dialog und in jedes dialogische Geschehen gehören, als Minimalkonsens dazu. Also zuhören, Ich-Botschaften senden, respektvoll miteinander umgehen und andere nicht beleidigen und unter der Gürtellinie einen reinwürgen, so wie das eben viele fanatische, fundamentalistisch-religiöse Menschen, egal welcher Religion, gerne tun, die eben von sich absolut setzen, nur ihre Meinung ist diejenige, die zählt. So können wir nicht ins Gespräch kommen. Ne? Ein anderer Meilenstein ist tatsächlich, das habe ich auch im Chat gefragt, gibt es denn sowas wie jüdisch-christliche Projekte, wo eben auch queer vorkommt. Tatsächlich würde ich da gerne erzählen, ich war, bevor ich ESG-Pfarrerin war, Pfarrerin und Studienleiterin am Evangelischen Studienwerk in Felix. Das ist sozusagen ein Begabtenförderwerk der evangelischen Kirche. Es gibt aber auch ein Begabtenförderwerk der jüdischen Religion, das ist ELES, und es gibt ein muslimisches Förderwerk Avicenna, wo also StipendiatInnen aller Fachrichtungen miteinander ins Gespräch kommen und die auch interreligiöse Seminare abhalten, die heißen dort Dialogperspektiven, also interreligiöse Themen und Weltanschauungen im Dialog. Und dort haben wir auch so einen Trialog gehabt, eine Islamwissenschaftlerin, ich als Pfarrerin und ein jüdischer Rabbi, der in den USA geboren ist und jetzt mittlerweile schon lange in Deutschland lebt, und der ist schwul. Und gerade Max, das darf ich, glaube ich, auch sagen, ich darf ihn zitieren, als jüdischer, schwuler Rabbi und ich, wir haben ganz viel aus christlich-jüdischer Perspektive biblische Geschichten in unserem gemeinsamen heiligen Schatz, also der hebräischen Bibel und dem christlichen Alten Testament, gemeinsam queer gelesen, Workshops dazu gehalten. Und so sind wir in dieses Gespräch mit Studierenden aller religiöser Herkünfte und Frömmigkeitsstile ins Gespräch gekommen, haben uns auch gekloppt und gestritten, aber wir haben uns immer wieder auch zusammengerauft und waren genau in dieser Work-in-Process-Geschichte, wie eben Queering Religion nur nach meinem Verständnis gehen kann, gemeinsam und auf Augenhöhe in die Texte reinschauen und uns fragen, was hat das in unserer Lebenswirklichkeit noch zu sagen und was ist meine Perspektive, was ist deine, ich höre dir zu, du hörst mir zu und so kommen wir ins Gespräch. Das war für mich ein Highlight gelebter dialogischer Perspektive mit dem Schwerpunkt queer, jüdisch-christlich. Und solche Orte im deutschsprachigen Raum wünsche ich mir viel mehr. Die sind noch sehr rar. Im US-amerikanischen und englischen Raum sieht das anders aus. Gott sei Dank, da ist im Hinblick auf College und Universitäten zumindest sind Freiräume, weil es da auch Queer-Studies gibt, die nochmal eine ganz andere Selbstverständlichkeit haben als im deutschsprachigen Raum. Spannend. Vielen Dank. Du hast... Maxi, darf ich dich wiederholen, dass wir in Deutschland auch nochmal eine besondere Situation eben haben, wenn wir überlegen, seit wann es überhaupt erst eine Rabbinatsausbildung ja wieder in Deutschland gibt. Klar. Du hast ja gesagt, dass das der Kollege US-Amerikaner war. Ich habe da sehr viel Hoffnung eben auf die Zukunft, wenn auch Rabbinerinnen und Rabbiner in Deutschland wieder vermehrt ausgebildet, sozialisiert und dann in den Dialog treten, dass auch da dann innerhalb des christlich-jüdischen Dialogs nochmal neue Strömungen entstehen, bin ich sehr optimistisch.
Ganz klar, ne? Aber es ist für mich auch spannend, da ich nicht ne, theologischen Hintergrund habe oder historischen, zu sehen, wie ist es denn, wie wird es eben gelebt in der heutigen Zeit, diese Allies, die du angesprochen hast, Kerstin. Und ich denke, das ist auch interessant von den Teilnehmern her. Welche Fettnäpfchen gilt es zu vermeiden oder ist es, weil du es so schön, ne, oder wir auch darüber gesprochen haben, wenn ich ja gar nicht zu der Gruppe gehöre, wie kann ich mich identifizieren? Wie kann ich meine Unterstützung Ausdruck verleihen? Heißt es jetzt Regenbogenfahne raus und beim nächsten CSD mitlaufen? Oder zum Beispiel. Oder Produkte, die im Handel erhalten sind, in den Farben kaufen und sagen, jo, ich gehöre dazu? Oder ist es eher, was wir ja auch hier bemüht sind, aufzuklären, erstmal sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Für mich, ich schwank immer zwischen, ist es eine Modeerscheinung, wenn sich eben nicht Community-Mitglieder ja fast damit schmücken? Oder sagst du, sagt ihr, Gott sei Dank, irgendwie erstmal Bezug nehmen, irgendwie ja. Erstmal Kontakt starten und sei es eben mit der Fahne? Ja, also ich denke mal, auch das würde jetzt wieder jeder andere sagen, wenn du mich fragst. Da ich jetzt vor 30 Jahren, wie gesagt, mein Coming Out hatte, mir hätte das unendlich geholfen, wenn ich Lehrer, Lehrerin oder einen Pfarrer, Pfarrerin gehabt hätte oder irgendjemand in der Jugendarbeit, der die, ob queer oder nicht, das ist egal, deutliches ein Zeichen gesetzt hätte, die leben so, wie sie leben und lieben, wen sie lieben, aber sie sind Gottes geliebtes Kind und sie haben die gleiche Menschenwürde und selbstverständlich die gleiche Einzigartigkeit vor Gott wie alle anderen Menschen auch. Das hätte mir, glaube ich, Auftrieb gegeben und ich wäre wesentlich schneller mit meinem Coming Out zu Potte gekommen, als ich das so mit mir alleine und dann in der Großstadt schlussendlich dann auch geschafft habe. Also so ist es gut. Insofern, aber ich sage das auch, Maxi, aus einem anderen Grund. Ich bin selber Queer Ally im Hinblick auf unsere Geschwister in Osteuropa. Wir haben da schon länger Mentoring-Programme. Da bin ich Seelsorgerin zum Beispiel gerade jetzt für eine russische junge Christin. Dass das jetzt gerade alles aufgrund des Ukraine-Konflikts alles eine Katastrophe ist und wir aus allen Messenger-Diensten erstmal rausgeflogen sind und so, das klammer ich jetzt hier ein, aber wir haben Gott sei Dank noch vor dem Krieg angefangen und diese Mentoring-Projekte laufen schon viele Jahre lang. Da ist es so, die können in Russland und vielen anderen Ländern ist Queersein kriminalisiert. Und da ist es wichtig, dass andere Menschen für sie sprechen und ihnen Räume auftun oder auch so wie in Moskau andere NGOs, die es mittlerweile leider auch nicht mehr gibt, Räume aufmachen, wo queer sichere Orte sind, damit die Menschen sich treffen können. Nochmal, Moskau, das ist jetzt komplett abgeriegelt und alles anders. Also das will ich jetzt nicht vertiefen, weil das führt uns ab. Aber das sind Ally-Strukturen überlebensnotwendig, gerade dann, wenn die Menschen selber sich nicht outen können, weil, und das geht nicht nur für Osteuropa, sondern auch für viele andere Länder weltweit, in 70 Ländern weltweit ist lesbisch-schwul-sein noch, vor allen Dingen schwul-sein, muss man ganz klar sagen, weil weibliche Sexualität überhaupt nicht ernst genommen wird, kriminell. Und in 7 Ländern ist schwul-sein immer noch ein Grund, die Todesstrafe anzusetzen. Darüber reden wir dann, wenn es darum geht, dass Allies solidarisch sichere Orte schaffen. Und das ist in jedem Fall wichtig. Sichere Orte heißt auch, wenn ich in meinem persönlichen Umfeld deutlich machen, ob du schwul bist, ob du lesbisch bist, ob du trans bist und eine Transition machst oder nicht, ob du wie auch immer bist, ich freue mich, dich kennenzulernen und deine Geschichte zu hören, so wie ich gerne meine Geschichte erzählen möchte. Das tut unendlich gut, wenn man ansonsten so viel Verletzung und Abwertung und Vorurteile mitkriegt, zu merken, dass Menschen einfach sagen, ja, und wir unterhalten uns und ich möchte deine Geschichte hören. Also da sind wir wieder beim Storytelling als wichtiges Prinzip. Und politische Menschen, ob kirchenpolitisch, ob religionspolitisch oder strategisch denkende Menschen, die können strukturell auch in ihren
Zusammenhängen jede Menge bewirken, wenn sie diese Selbstreflexionsfragen, die ich vorhin auch strukturell mitgegeben habe und die wir auf den Folien wiederfinden, mitfragen, sind unsere Zusammenhänge queer-freundliche und minderheitenfreundliche Orte, die sicher sind, die respektvoll sind und wo wir sowohl in unserer Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, als auch wie wir miteinander politisch tätig werden und Teilhabe sichern, auch politische Teilhabe und Sichtbarkeit sichern, so dass queere Menschen hier eine Stimme haben. Und da sind die Allies total wichtig. Ohne sie ginge es gar nicht. Vielen Dank. Nina, wie hast du das erlebt? Warst ja auch viel im Ausland unterwegs, auch im, ne, auf allen Kontinenten gefühlt mit deinen auch Jugendgruppen. Hast du in dem Sinne auch diesen Raum geschaffen, diesen sicheren Raum, oder hast du ihn erlebt? Haben deine Teilnehmerinnen ihn erlebt? Magst du da was erzählen? Ich hoffe, dass ich ihn für die Teilnehmenden geschaffen habe. Ob mir das immer gelungen ist, das weiß ich nicht. Aber es gibt, glaube ich, Kleinigkeiten, auf die ich immer versucht habe zu achten. Also wenn man zum Beispiel ins Gespräch kommt, habe ich mir komplett abgewöhnt, jemanden zu fragen, hast du einen Mann oder hast du eine Frau, wenn man irgendwie nach dem familiären Umfeld vielleicht fragt, um am Anfang irgendwie was zu sagen, sondern dass ich, wenn es sich passt, frage, und lebst du in einer Partnerschaft oder lebst du alleine, dass man eher Fragen stellt, wo man offene Räume hat. Und wenn dann jemand sagt, ja, dann kann man auch noch fragen, möchtest du darüber auch etwas erzählen oder vielleicht später, dann hat man, glaube ich, auch diese Problematik versucht, ein bisschen zu nehmen, wenn ich zu sagen, und hast du einen Freund? Nein, aber ich lebe mit einer Frau in einer Partnerschaft. Ist dann nein, aber. Und ich habe immer versucht, denen dieses Aber quasi zu ersparen, sondern eher zu, eine offene Frage zu stellen. Ja. Und das ist mir noch vor ein paar Wochen aufgefallen, da war ich bei einer Veranstaltung und da war ein Junggesellinnenabschied. Und dann fragte jemand, und wo hast du deinen zukünftigen Mann kennengelernt? Also wurde von der Person, die es nicht böse gemeint hat, aber gegenüber ausgenommen, dass diese Frau jetzt einen Mann heiraten wird. Und ich glaube, wenn man da eine offene Frage, wenn man einen Mann heiratet, ist es für einen kein Problem. Aber wenn man keinen Mann heiratet, ist es vielleicht eine unangenehme Situation, dann bei so einer Veranstaltung zu sagen, nein, aber so, sondern dann, wenn man sagen würde, wo hast du denn die Person kennengelernt, mit der du jetzt so einen Bund schließen möchtest, und dann kann man sagen, durch Freunde, dann kann man entscheiden, möchte ich auch das Geschlecht oder die Geschlechtszuordnung jetzt hier allen im Raum bei dieser Veranstaltung offenlegen, oder ist das was, was ich lieber für mich behalten möchte, weil hier in diesem Raum das jetzt gar nicht ich zum Thema machen möchte. Ich glaube, dass solche Dinge schon, also ich habe mich Teilnehmerinnen, bei denen es war, dass die mit Frauen zusammenlebten, darauf angesprochen, dass sie es eine schön formulierte Frage fanden, weil sie es nur andersrum kennen. Und es hat mich keiner darauf angesprochen, der in einer heterosexuellen Beziehung lebt. Jetzt fühle ich mich aber unwohl, dass du nach einer Partnerschaft gefragt hast. Und ich glaube, das ist schon mal ganz gut, genauso wie ich versuche, eine Vorstellungsrunde immer so zu gestalten, dass die Person ihren Namen und ihre Geschlechtspronomen selbst äußern kann und ich sie dann danach übernehmen kann. Wenn ich also dann jemandem sage, ich fände es total schön, wenn jeder ein bisschen was über seinen Namen erzählen würde, so, und dann nennt man eben den Namen, oder dann sagt auch jemand manchmal, ich heiße eigentlich, aber ich möchte gerne so und so genannt werden, weil, und ihr könnt mich gerne nennen, dass man versucht, ein bisschen offenere Räume zu schaffen, weil ich sehr fest davon überzeugt bin, dass Sprache Realitäten schafft. Und auch eben Denkmuster schafft, was ist und was nicht. Und wenn ich vorsichtig
oder bedachter mit meiner Sprache in manchen Bereichen umgehe, hoffe ich, dass ich dadurch sichere Räume schaffe und versuche dann aber manchmal bei anderen Sachen ein bisschen zu scherzen, damit es nicht zu anstrengend für die Leute wird, dass sie denken, sie müssten immer total korrekt sein. Dass ich dann auch mal sage, so, wer hat denn diesen Tee gekocht? Der schmeckt ja ganz schrecklich. Also echt, hat hier einer reingepupst, so dass man vielleicht dann irgendwie denkt, okay, ich muss nicht die ganze Zeit auf jedes Wort achten. Über einen Tee darf man sich jetzt mal abfällig äußern, weil da tut man jetzt keinem weh mit. Ja, der den jetzt da gekocht hat, aber dass ich sage, also der ist mir wirklich viel zu stark, das kann ich nicht trinken. Schafft ihr das? So, dass man sich Dinge sucht, die niemand irgendwie großartig verletzen. Oder dass man dann vielleicht mal sagt, was sind denn das hier für Fenster in diesem Tagungsraum? Können wir die mal aufmachen? Was hier für eine Luft? So, dass man da dann Dinge sucht, die man ein bisschen auch mal bespaßen kann quasi, die nicht verletzend sind und dass man guckt, was könnten aber sensible Themen sein und da sprachlich sich auch fokussiert. Diese Sensibilität, danke dir, Nina. Kerstin, einmal sozusagen für dich zurück. Gibt es Informationsorte, wo sich noch nicht Community-Mitglieder orientieren können? Es kam hier die Frage recht am Anfang, wo man Informationen über lokale queere kirchliche Gruppen findet. Gibt es da auch Verbände, so ne, wie hier Forum der jungen Erwachsenen, wo man sich da informieren kann, um, ja, ich sag jetzt mal so, den nächstliegenden sicheren Raum zu erleben? Ja, also die Orte gibt es auf jeden Fall. Eine im Chat hat es auch schon geschrieben. Also ein ganz wichtiges Netzwerk ist HUK, Homosexuelle und Kirche, also im christlichen Bereich. Dann gibt es in gleicher Weise LUK, Lesben und Kirche, die übrigens alle auch unter diesen Abkürzungen und den Langnamen auch im Netz zu finden sind. Und die haben zum Teil auch regionale Gruppen, die unterschiedlich aktiv sind. Das müsste man dann tatsächlich im Netz rausfinden. Dann gibt es noch für theologisch Interessierte ein Netzwerk, das heißt Lapristeia, ein griechischer Name, das heißt nichts anderes als göttliche Doppelaxt, das ist so ein Amazonenbegriff. Das ist ein genau lesbisch-queer theologischer Raum. Dann gibt es Zwischenraum, richtig, auch das ist im Chat schon, also das Chatwissen ist da ein ganz, ganz wichtiger queeres Netzwerk, christlich-queeres Netzwerk, die eher auch so aus für Menschen wichtig sind, die aus eher evangelikaleren, also frommeren Zusammenhängen kommen und dort eben häufig auch sehr vernichtend und sehr abwertend Erfahrungen gemacht haben, dass also auch diese traumatischen Zusammenhänge gut und sehr sensibel und achtsam bearbeitet werden können. In den Landeskirchen gibt es Gleichstellungsstellen, wo also auch Antidiskriminierungsstellen sind, also wo immer auch homo-transfeindliche Erlebnisse im kirchlichen Raum auch gemeldet werden können und wo auch jeweils landeskirchlich und dann in die Kirchengemeinden hinein Informationen für Netzwerke weitergegeben können oder auch für queersensible und gendersensible Pfarrer, Pfarrerinnen, die solche Seelsorge anbieten. Ja. Also wir sind zum Beispiel so ein queersensibler Ort an der Hochschule in Mainz, wo klar ist, wir machen queersensible Seelsorge und zwar nicht nur evangelisch, sondern auch meine KollegInnen in der KHG, in der katholischen Hochschulseelsorge, sind genauso queersensibel unterwegs und das ist markiert. Aber es ist tatsächlich, es bleibt auch das Suchen im Netz nach, also HUK, LUK und diesen ganzen Netzwerken, die alle übrigens ehrenamtlich arbeiten, also die werden von queeren christlichen Menschen, sind die auch vor ungefähr 30 Jahren gegründet worden, als es eben noch nicht so viel selbstverständliches Leben, christliches Leben und queeres Leben auch in der normalen, sag ich mal, Kirchengemeinde, zumindest evangelischerseits gab, gegründet worden. Und diese Netzwerke gibt es immer noch. Dann gibt es darüber so einen Dachverband, der heißt Dachverband Regenbogenforum. Auch das ist im Netz zu finden. Auch da kann man wieder regional gucken, wer ist da eigentlich wo zuständig. Und das Europäische Forum, was ich auch in einer Folie erwähnt habe, christlicher Lesben, Schwulen wie Transgruppen,
ist interessant für diejenigen, die eben auch über den deutschsprachigen Tellerrand hinausgucken wollen und sich vielleicht auch eher kirchenpolitisch oder über die verschiedenen Denominationen, die christlichen Konfessionen hinaus in einen Kontext stellen will, weil wir da eben auch sehr stark strategisch und kirchenpolitisch arbeiten. Die haben einmal im Jahr eine Jahrestagung und sind unter dem European Forum of Christian LGBTIQ-Gruppen auch im Netz zu finden. Spannend. Vielen Dank. Ich gucke mal auf die Zeit und dann werde ich immer traurig, weil man ist so schön im Fluss und so gut im Dialog, aber es ist schon kurz vor halb und wir bemühen uns immer, nicht zu sehr zu überziehen. Meine Frage an euch beide. Wir haben jetzt viel einmal über die Definitionen, über die Herausforderungen, auch die Geschichten in der Bibel sind angeklungen, aber vor allem so das Hier und Jetzt im realen Leben, in der Kirche, aber auch außerhalb. Gibt es was von euch beiden, was ihr gerne noch den Teilnehmerinnen von heute und für diejenigen, die das online anschauen werden, noch mitgeben wollen? Geht raus und holt euch eine Regenbogenfahne, ketzerisch, oder was ist es noch, was wir heute noch nicht angesprochen haben, wo ihr gerne noch drauf eingehen wollt? Kerstin und Nina, wer möchte anfangen? Nina, magst du anfangen? Ja, ich glaube, aber es ist noch nicht das, womit ich den Abend beenden möchte, aber ich würde gerne noch sagen, wo wir noch nicht darüber gesprochen haben, ist, Angehörig einer Minderheit zu sein, bewahrt mich nicht davor, Ressentiments einer anderen Minderheit gegenüber zu haben. Und ich glaube, das ist was, was, wenn wir innerhalb von Minderheiten, Communities, Themen besprechen, uns es nochmal ganz bewusst sein muss. Dass, wenn ich vielleicht in einer Minderheit mit meiner Geschlechtsorientierung bin, ich trotzdem mich vielleicht an den Bildern schon bewusst abgearbeitet habe, aber mich vielleicht an Themen wie Hautfarbe, was Kerstin angesprochen hat mit Queer und Hautfarbe, noch nicht komplett abgearbeitet habe. Und vielleicht mir auch selber zugestehe, dass ich da noch eventuell Ressentiments habe, um darüber mehr zu lernen. Und das ist, glaube ich, was wir noch nicht angesprochen haben, aber weil jemand jüdisch ist, kann er trotzdem Ressentiments Homosexuellen gegenüber haben. Oder andersrum oder auf andere Gruppen bezogen. Und ich glaube, das ist nochmal was, wo man sagen kann, jeder darf auch über eine andere Gruppe sich nochmal bewusst machen, wie viel eigene Auseinandersetzung man hatte mit dem speziellen Thema, was einen besonders betrifft. Man braucht also vielleicht auch manchmal noch Zeit und Energie, um sich auf ein anderes Thema einzulassen oder das Bewusstsein, dass da noch nicht alles durchdrungen ist. Aber das ist, glaube ich, ich habe, glaube ich, gleich noch mal was, aber jetzt... Ja, kein Abschlussstatement. Du kannst auch noch in anderen Bereichen was lernen. Es sollte sich nicht so negativ anhören. Ich kann da ganz gut anknüpfen. Also zum einen nochmal in Erweiterung dessen, was du gesagt hast, Nina, gibt es natürlich auch die jüdischen, queeren Menschen, die in sich schon wieder intersektional bestimmte Themen oder auch schwarze Juden, Jüdinnen oder schwarze, queere Menschen, christlich oder nicht christlich, egal. Also auch in der queeren Community, die ist ja auch divers und bunt, wo sich viele Themen intersektional mischen können, aber nicht müssen, richtig. Und was da aber auch politisch und strategisch wichtig ist, dass Minderheitengruppen sich nicht gegeneinander ausspielen. Also sozusagen, wer ist denn das schlimmste Opfer oder wer kriegt die meiste Zuwendung, obwohl Minderheit und so, das ist tödlich, weil wir brauchen jede Form der Sensibilisierung von Unrecht in den verschiedenen Dimensionen, um sowohl auf der persönlichen wie auch auf der politischen Ebene dafür Veränderungen uns einzusetzen. Da dürfen wir nicht gegeneinander arbeiten, auch mit den Allies nicht, sondern mit deren Unterstützung, sondern miteinander. Und dafür brauchen wir die Augenhöhe und den Respekt. Das Zweite, was ich sagen würde, ob ihr queer seid oder nicht, lasst euch nicht isolieren, sondern auch wenn Corona gerade nicht besonders tauglich war, sich zu verbinden, aber auch online geht das, aber natürlich hoffentlich auch immer mehr wieder analog.
sich miteinander zu besprechen, sich gegenseitig zuzuhören und mit und voneinander zu lernen. Und dazu gehört eben, und das ist einfach die Ermutigung, das ist Arbeit, das ist mühsam und das ist trotzdem notwendig, dass immer wieder der eigene Kontext, aus dem ich spreche und meine Geschichte erzähle, transparent gemacht wird. Also, dass ich erzähle, woher und warum ich aus welcher Position spreche, dass ich möglichst im Blick habe, welche Privilegien ich habe, aber auch wo meine Schweren und Leiterfahrungen sind. Und andere haben das andere. Und da geht es nicht darum, zu bewerten, wer hat mehr und wer hat weniger, sondern wir sind alle anders und verschieden. Und nochmal theologisch gesprochen und alle Gottes Kinder und von Gott wunderbar in unserer Einzigartigkeit gemacht. Und deshalb sind wir auch uns einander aufgegeben, miteinander da verantwortlich umzugehen, dass jeder und jede in unserer Gesellschaft einen Platz hat, der sicher und respektvoll, ohne Schaden und ohne Gefahr und Gewalt sozusagen miteinander und allein gestaltet werden kann. Das sind mir, glaube ich, so die wichtigsten Punkte. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt und Sorgen in dem Bereich, gerade queer, dann wendet euch an die Netzwerke. Ihr könnt euch gerne auch an mich wenden. Ich bin Seelsorgerin, wenn da jetzt akut irgendwas ist oder so. Auch das ist möglich. Also auch da bitte nicht vereinzeln, sondern irgendjemanden ins Vertrauen ziehen und über die Themen sprechen, so wie ich mit meiner Oma darüber gesprochen habe und die dann erstmal die Sherrygläser rausgeholt hat. Das ist nicht immer so, nicht alle reagieren so. Aber ich habe es meiner Oma nicht zugetraut und das beschämt mich heute noch. Und sie hat so reagiert, wie sie reagiert hat. Vielen, vielen Dank, Kerstin. Auch ein großes Dankeschön an dich, Nina. Ja, die Zeit verfliegt. Es ist immer toll, so Impulse zu bekommen, eben diese Sensibilisierung. Ich hoffe auch, allen Teilnehmerinnen gehen beschwingter offline gleich. Ich möchte mich herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit, für auch die rege Teilnahme im Chat, um wirklich zu sagen, den Dialog, das ist gelebter Dialog. Nina, du hast vorhin schon angeteasert, es geht weiter mit unserer Reihe. Wir können nur einladen, an fischer@deutscher-koordinierungsrat.de zu schreiben, damit sobald Termine festlegt, wir auch herzlich zum nächsten Event begrüßen dürfen. Habe ich sonst noch irgendwas oder liegt dir noch was auf der Zunge? Weil sonst würde ich mich hier dankend in die Runde verabschieden. Aber ich hatte den Eindruck, Nina, du hast noch was. Ja, auf jeden Fall möchte ich mich gerne bedanken. Und ich möchte sagen, dass man noch zwei Sachen, die mir doll wichtig sind, ist, Kerstin hat gesagt, es soll nicht immer über Minderheiten, sondern mit Minderheiten gesprochen werden. Aber ihnen muss nicht die alleinige Aufklärungsarbeit obliegen. Und es dürfen genauso Menschen für eine Minderheit aufstehen, die nicht ihr angehören, weil vielleicht haben sie in manchen Momenten genau die Stärke, wenn jemand anderes eine Unsicherheit hat. Ich glaube, das ist was ich vielleicht noch mal mit den Menschen mitgeben möchte, dass wenn sie merken, dass in ihrem Umfeld jemand sehr vielleicht respektlos spricht, nicht die Person, über die respektlos gesprochen wird, um er sich aufstehen muss, sondern jemand anderes sagen muss, du, ich finde, deine Äußerungen sind homophob, das ist für mich nicht in Ordnung, dass das nicht die Person immer nur leisten muss, die es betrifft. Also das ist eine große Sache. Und dass wir uns die Wirkungsmacht unserer Sprache bewusst machen, dass nämlich die den sicheren Raum oft im Verbalen schon schafft. Und da kann jeder ja in seinem alltäglichen Umfeld, im Miteinander mit Kolleginnen, mit Kollegen vielleicht ab jetzt mal überlegen, wie er manche Fragen formuliert und somit im Kleinen anfangen, bevor man bei der nächsten Regenbogendemonstration mitläuft. Vielen, vielen Dank. Und ich danke euch auch nochmal. Danke dir, Maxi, und auch Nina für die Einladung, für wie ihr durch den Abend geführt habt und selbstverständlich auch an alle Teilnehmenden für Chatbeiträge und Fragen. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Dann wünsche ich allen einen schönen, erholsamen Abend und geht raus morgen und geht in den echten Dialog, in welcher Art und Weise auch immer. Es lohnt sich. Und nehmt die Regenbogenflagge mit. Vielen Dank. Danke.